Die Inklusion von Menschen mit verschiedenen Beeinträchtigungen in den Alltag. Nicht immer einfach. Ob Rollstuhlfahrer oder Gehörlose, Probleme bei der Bewerkstelligung alltäglicher Aufgaben gibt es fast immer. Um mehr Bewusstseinsbildung für ein selbstverständliches Miteinander ging es heute beim 6. Tag der Menschen mit Behinderungen im Hessischen Landtag. Dabei wurde deutlich, dass es noch ein langer Weg ist, bis alle Menschen mit Beeinträchtigung vollständig in das alltägliche Leben integriert werden. Doch der Minister sieht bereits eine positive Entwicklung. Also mit der Selbstverständlichkeit, mit der eine Mitarbeiterin des Sozialministeriums jetzt bei den Paralympics teilnimmt, ist vor vielen Jahren noch undenkbar gewesen. Jetzt fährt sie nach Rio und hoffentlich kommt sie mit einem guten Erfolg zurück. In Workshops mit den Themenschwerpunkten Theater, Natur, Medien und Bauen konnten sich die Teilnehmer im Anschluss intensiv mit der Inklusion in verschiedene Lebensbereiche auseinandersetzen.